Die Stadt Hoyerswerda zeichnet alle 2 Jahre zum Internationalen Frauentag eine Frau der Stadt mit dem Martha-Preis aus. Geehrt wird so das besondere soziale Engagement im Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe oder Vereins- und Verbandsarbeit. Dieses Jahr gewann Dr. Gitta Kaltschmidt die Trophäe. Kaltschmidt ist mit ihren 80 Jahren nicht nur praktizierende Augenärztin, sondern auch im Stadtrat, unter anderem im Behinderten- und im Seniorenbeirat aktiv. Ans Aufhören denkt die Preisträgerin noch lange nicht und so kandidiert sie im Juni erneut als Stadträtin. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr im Schloss Hoyerswerda statt. Und nach einer Rede des Oberbürgermeisters Thorsten Rubanzé wurde die Plastik und ein Strauß Blumen der Gewinnerin überreicht. Auch die weiteren nominierten Damen bekamen eine Blume, um anschließend anzustoßen und gebührend zu feiern.